Hallo und herzlich willkommen, liebe Suchtis. Wir sind's wieder, eure bekloppten Frauen aus Ulm und Berlin. Hier spricht Julia Gammes-Martin aus Berlin und an der anderen Seite ist Ariane Müller. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ariane Müller hier am Start, am Mikrofon. Julia, wie geht's dir? Mir geht's auch, ja, den Umständen entsprechend würde ich mal sagen, gut. Hier ist ja nichts los in Berlin, hier kann man ja nichts machen. So. Ich mache immer hier so eine kleine Wanderung, ich mache so ein bisschen mein eigenes Airbnb sozusagen. Mal gehe ich in das eine Zimmer und gehe dann ins andere, hole mir einen Kaffee, lege da Geld hin, tue so, als ob ich mir irgendwie einen Kaffee hole beim Kaffeemann oder so. Bedienst dich dann auch selber? Bediene mich dann selber und gebe mir auch Trinkgeld. Guten Tag, ja, das mache ich auch. Bitte. Genau, nein, jeden Morgen. Cappuccino ist aus, sorry. Ja, das ist aber blöd jetzt hier. Haben Sie mir gerade den Arsch gegriffen? Nö, habe ich gar nicht. Genau, also so läuft es bei mir gerade. Ich führe viel Selbstgespräche. Aber das ist auch ganz schön, da wird man auch, da ist man nicht so alleine. Finde ich ganz gut. Widerspricht auch keiner, ne? Immer alle deiner Meinung auch. Bin voll immer bei mir und das läuft ganz gut hier. Also kein Streit und so, voll Harmonie. Bei dir, wie ist in Ulm, ist ja viel Schnee, habe ich gesehen auf Bildern. Ja, ja. Ich sage dir, Schnee ohne Ende. Also ich befinde mich auch gerade im Studio, dem neuen Arbeitszimmer, habe ich am letzten Podcast schon erwähnt, dass ich mich da unter eingemietet habe, hier im schönen Werkall im Hinterhof. Es ist so gemütlich hier, das Mischpult lacht mich schon wieder an. Mischpult, du geile Sau, es ist sehr groß, hat viele geile Regler zum Rangreifen. Und ich habe jetzt auf dem Weg hierher auf schon viele Arten mein Leben riskiert, Julia. Es ist nämlich draußen nicht nur Schnee, sondern der Schnee ist jetzt so zu einer Eisplatte geworden. Also wirklich? Der hat sich ja, klar, ich habe natürlich gut geschippt den Weg, aber die Fahrbahn, das hat sich jetzt so festgefahren. Das ist, du bist wirklich jetzt bei den Chippendales oder was? Aber sowas von, du hast wirklich so eine 5 bis 10 Zentimeter dicke Eisschicht auf den kleinen Straßen, die werden hier nicht so geräumt, also meine zum Beispiel. Das heißt, es ist wirklich hundsglatt, ich bin schon fast mehrfach gestürzt, dann natürlich, du weißt ja nicht, wirst du von der Polizei verhaftet. Es ist so viele Barrieren, hierher zu kommen überhaupt, aber ich habe das alles auf mich genommen, um hier in Ruhe mit dir einen schönen kleinen Suchti-Podcast hier aufzunehmen. Dafür riskiere ich alles. Geil. Gefährlicher als Takeshis Castle und also da muss ich sagen, Respekt, Ariane. Das ist ja hier ist ja, viele sagen ja, Berlin ist so gefährlich, geh nicht nach Berlin. Aber ich muss sagen, es ist der ungefährlichste Ort hier gerade. Die Polizei hat wirklich Besseres zu tun, als einen irgendwie anzuhalten. Solange du nicht irgendwelche Waffen in der Hand hast oder Drogen, bist du eigentlich safe. Also da passiert ja gar nichts. Und hier liegt ja einfach generell kein Schnee. Hier, also ich glaube, die Stadt Berlin strahlt einfach so viel Wärme schon ab, dass das einfach in der Luft schon alles schmilzt und nur noch so, ja, eine Sekunde bleibt es auf dem Boden. Es hat schon geschneit sozusagen, aber es bleibt nicht liegen. Also es ist wirklich einfach, morgens ist mal, sind die Dächer so ein bisschen weiß, aber oder mal so eine Wiese, aber das ist dann auch innerhalb von ein paar Stunden ist es schon wieder weg. Also hier ist wirklich weggesnifft, haben sich die in die Nase schon wieder alle reingeholt, die Berliner. Schnee ist hier ganz begehrt, das ist ganz schnell weg. Ja, verstehe. Nee, ist hier einfach nichts. Also naja, aber wir haben ja noch uns, wir haben ja noch hier Gequatsche, das ist doch schön. Ja, du, das ist doch super schön, ist doch gemütlich. Und unsere lieben Fans da draußen, die halten uns ja bei Laune und wir hoffentlich die auch ein bisschen mit regelmäßigen Quatsch, den wir von uns geben. Und da schreiben ja manche auch, also wir bedanken uns schon mal, wir bekommen ja immer wieder E-Mails mit Vorschlägen auch, das ist total nice und manche kommentieren ja auch auf Facebook, Insta und Twitter. Und Julia, du hast, glaube ich, mal ein bisschen geguckt, was die Leute so alles geschrieben haben. Heute auch ja, direkt. Zum Beispiel heute direkt kamen ein paar Fragen auf, zum Beispiel was wir für einen Berufswunsch hatten, als wir Kinder waren. Und ja, also bei mir war es ja relativ langweilig. Ich habe ja irgendwie relativ früh schon für mich entschieden, ich möchte Musical-Star werden, nichts geringer als ein Musical-Star. Nein, mir war relativ schnell klar, dass ich irgendwie auf die Bühne muss und singen. Und das habe ich dann auch so verfolgt. Da hat mir niemand im Weg gestanden, nicht mal meine Eltern. Und da bin ich auch sehr froh drum. Und genau, also das war relativ langweilig, kann ich jetzt gar nicht irgendwelche krassen, verrückten Geschichten erzählen. Bei dir, Ariane, wolltest du mal Bergbauerin werden oder
Nein. Irgendwas Krasses, Verrücktes? Nicht so verrückt, aber eben als so als Kind in der Grundschule, da wollte ich gerne Schriftstellerin werden. Ich habe mir das so, ich habe auch sehr viel gelesen als Kind, sehr gerne Fünf Freunde und Annette Blyton, die das geschrieben hat, ist ja auch eine Frau. Da dachte ich mir, ich könnte auch solche coolen Geschichten von fünf Freunden mir ausdenken. Und deswegen habe ich auch bereits in der Grundschule einen kleinen Roman verfasst, der von einem kleinen Jungen gehandelt hat, der auf einem fliegenden Teppich durch die Gegend geflogen ist. Und das habe ich dann auch so alles schön aufgeschrieben und meiner Deutschlehrerin gegeben, ob das jetzt schon taugt. Und sie fand es auch gut, aber es ist jetzt noch nicht, hat noch keinen Verlag. Also ich warte immer noch auf eine Antwort. Und hat Disney dir dann geklaut mit Aladdin, die Story? Ein Stück weit schon. Und ich kannte damals das auch nicht. Also das habe ich mir, eigentlich ist das alles von mir und irgendwann verklage ich die auch noch deswegen. Ja, würde ich auch machen. Würde ich dir stark empfehlen. Da kann ich auch richtig Kohle holen. Fünf Freunde ist ja jetzt leider nicht in Erfüllung gegangen. Du hast jetzt nur mich. Ist natürlich traurig. Aber du musst überlegen, dass jetzt zum Beispiel die Story von Toni Tortellini und seinen Mitbewohnern auch ein bisschen in die Fünf-Freunde-Richtung geht, nur dass kein Hund dabei ist. Aber was ist mit dem Hund? Ja, wollte gerade sagen, der Hund fehlt halt. Aber, der fehlt, aber dafür gibt es ja dann Jonglage und vielleicht auch in späteren Folgen auch Tiger. Ah ja, das finde ich gut. Also da, Tiger haben mir auch noch ein bisschen gefehlt. Da spare ich schon drauf. Genau, also ich Schriftstellerin, ich habe mir das auch so vorgestellt, dass man als Schriftstellerin ja sehr ortsunabhängig leben kann und ich dachte, dass ich vielleicht irgendwie in der Bretagne in so einem schönen alten Jugendstilhaus da am Fenster sitze mit so einer Schreibmaschine und dass das dann ein Beruf sein könnte und ich fand, die Idee ist jetzt auch rückblickend gar nicht so schlecht, also ist wahrscheinlich schon, es gibt wahrscheinlich drei. Schreibmaschine war ja in den 80er Jahren auch noch sehr hip. Ja, ja, ich hatte auch eine und fand es auch geil. Ich hatte eine richtige kleine Schreibmaschine und habe dann da, später wollte ich ja dann auch Journalistin werden, so habe ich ja auch tatsächlich studiert und das auch dann gemacht und also die Richtung war bei mir da, aber ich wollte jetzt nie Tierärztin oder so, diese klassischen Sachen, das war bei mir auch nicht vorhanden oder Lokomotivführerin, nee. Also Führerin schon eher. Ja, Führerin Deutschlands. Was war denn, was gibt's noch für Fragen? Dann gibt's noch hier, eine gute Frage, lustigstes Menstruationserlebnis, kam die Frage von Schwessi, unserer lieben Freundin Schwessi. Und da bin ich erstmal ein bisschen verwirrt, weil ich habe ehrlich gesagt keine wirklich lustigen Menstruationserlebnisse bisher gehabt, eher traumatische, aber auch kein nichts Konkretes. Also abgesehen von diesen typischen Sachen, die man so erlebt, dass man irgendwie im Klassenzimmer Hose blutet durch oder so. Bluthose. Bluthose, genau, unser Punkrock-Bandname, den wir uns vor längerer Zeit schon reserviert haben. Den müssen wir saven jetzt mal. Bluthose. Den müssen wir eigentlich echt mal. Bluthose ist ein super Gangster-Rap- oder Punkrock-Bandname. Und solche Geschichten halt, aber nichts irgendwie super Witziges oder einem fallen die Tampons aus der Tasche. Das war einem ja früher furchtbar peinlich und unangenehm. Heutzutage würde ich da auch anders drüber denken, aber damals war das, so mit 15 oder so hat man da anders drüber gedacht. Das ist ja heutzutage, Gott sei Dank, ein bisschen anders. Was ich grundsätzlich sehr, sehr lustig finde, ich habe neulich einem Kumpel von mir erzählt, dass wir, Ariane, du, ich und Katie Freudenschuss, die Idee haben, ein Menstruationsmedley zu schreiben mit so bekannten Hits, umgedichtet auf sowas wie Free Bleeding und so ein Kram. Und der ist weggelaufen und hat sich die Ohren zugehalten und hat ganz laut gesungen, weil er das nicht hören wollte, weil er das so schlimm fand. Was hat er gesungen? Blood on the Dance Floor von Michael Jackson? Nein, gar nichts. Er hat einfach nur so la, 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 ich kann dich nicht hören. Ist weggerannt und es war ihm so unangenehm. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn los mit den Menschen? Was ist, also jeden Fall weiß ich jetzt. Männer ekeln sich oft davor sozusagen und finden das Thema unangenehm. Voll. Also nicht alle, aber es gibt auf jeden Fall noch viele Männer, die das unangenehm finden und ich weiß jetzt aber jedenfalls, wie ich ihn immer loswerden kann. Wenn ich mal keinen Bock mehr auf den habe, dann fange ich einfach an, über meine Menstruation zu bluten. Reden. Dann fange ich an zu bluten. Aus Löchern. Ich bin ja jemand, der dann auch immer oft sehr froh war über eine Menstruation. Immer. Also das war für mich nicht immer ein Dein lustigstes Menstruationserlebnis. Ich dachte, ich wäre schwanger und genau dann, so. Ich war 16, ich dachte, ich bin schwanger und dann habe ich schon meine Zukunft ausgemalt und dann gehe ich auf Toilette und dann habe ich so gelacht, das war so lustig. Das war vielleicht mein lustigstes Menstruation. Geil. Also so lustig, ich hatte auch nichts, ich habe nichts richtig
Krasses da zu berichten. Also klar, unangenehme Sachen mit, ich gehe in die Schule, klar, hier Bluthose oder klar, die Tampons fallen aus dem Rucksack. Mei, ja, ist mir auch schon mal passiert. Mir fällt immer viel aus Taschen raus. Das ist jetzt nicht so, aber ich bin da auch recht entspannt, muss ich sagen. Ich bin solange es ein frischer Tampon ist, noch verpackt, ist doch alles okay. Ja, aber ich glaube jetzt zum Beispiel, also ich bin aus einer Familie, die ist da jetzt nicht so total verklemmt, sage ich mal. Meine Mutter ist auch Ärztin, ich war da immer, da hat man offen über alles gesprochen, Körperfunktionen, ich war da auch sehr gut aufgeklärt und das war jetzt nicht so ein Riesentabu. Ich bin jetzt nicht aus der katholischen Familie oder ich bin im Keller von Fritzel. Nee. Genau, und deswegen war ich da immer, es gibt glaube ich schon Leute, die in sehr konservativen oder keine Ahnung, sehr komischen Verhältnissen aufwachsen, wo das dann so totgeschwiegen wird und dann ist es einem sicherlich verrückterweise, weil es ja was ganz Natürliches ist, aber das ist einfach sehr, sehr unangenehm, aber das hatte ich eigentlich nicht und ich habe auch nie so stark drunter gelitten. Ich kenne auch, es gibt ja Frauen, die haben diese Krankheit, fällt mir jetzt gerade nicht ein, die so enorme Schmerzen haben und auch furchtbare Blutungen, wie heißen das, diese Endometriose. Sowas, irgendwas, ja. Genau. Und da bin ich zum Glück auch kein Opfer von, weil für die ist es natürlich sehr traumatisch und die fürchten sich dann da schon, oh Gott, nächste Woche. Also bei mir ist das alles ganz glimpflich und ich bin weder jetzt, ich finde es auch diese Bewegung, dieses Positive Period oder wie es heißt, so Free Bleeding und all sowas, finde ich völlig okay. Aber ich bin jetzt auch, ich habe jetzt nicht so ein starkes Bedürfnis danach, weil es für mich einfach, ich bin damit sehr d'accord und entspannt. Aber ich freue mich natürlich, wenn Frauen da sagen, mich befreit ist. Ich hatte da riesen Probleme mit. Und dass es zum Beispiel immer noch so Männer gibt, da muss ich auch sagen, das finde ich verstörend, die da irgendwie überhaupt nicht drauf klarkommen. Weil ganz ehrlich, ohne Menstruation wären die überhaupt nicht vorhanden. Ja? Und so ein weiblicher Zyklus, der ist ja die Fortpflanzung schlechthin. Die sollten auch die Männer würdigen. Deswegen finde ich es komisch, wenn man da so... Ja, wenn man da so, ja, so zumal, bekloppt drauf zumal reagiert, irgendwie was soll Bluten, das? Finde ich viel schlimmer, wenn ich irgendwo sehe, jemand schneidet sich oder hat sich irgendwie einen Finger abgehackt oder so und blutet. Das finde ich ja viel schlimmer als jetzt sowas, wo man weiß, okay. ja, einen Finger abgehackt, finde ich auch so ein. Keine Ahnung, aber das ist doch was Schlimmes. Also, ja, aber, oder sollen aber wir so da mal Menstruation anfangen? Was ist denn hier mit denen hier ein Sperma die ganze Zeit, ja? Finden wir das super? Da schreien wir auch nicht die ganze Zeit Hurra, aber wir sagen auch nicht, er hat Sperma gesagt, oh, ich halte mir die Ohren zu. Er hat Sackhaare gesagt. Wir Frauen sind da nicht so intolerant, ja? Ja, aber wir Frauen sind ja da auch härter am Nehmen, muss man ja auch mal einfach sagen. Ich habe ein ganz geiles Zitat vorgestern oder sowas auch bei Twitter gesehen und repostet, wo was stand im wörtlichen Sinne, so im übertragenen Sinne auf Deutsch, es war auf Englisch, wo stand, warum sagt man eigentlich immer grow some balls, also besorg dir mal Eier oder lass dir mal Eier wachsen, wenn jemand irgendwie so ein Schluffi ist oder sowas, warum sagt man nicht grow a vagina, weil so eine Vagina ja viel krasser und härter am Nehmen ist als so Eier. Eier sind ja sehr sensibel und ich meine, Männer sind da ja auch total ängstlich, dass sie irgendwie mal einen Tritt in die Eier kriegen. Ganz ehrlich, so eine Vagina, was die schon alleine bei so einer Geburt durchmacht und danach ist die meistens wieder voll funktionstüchtig, da würde ich sagen, das ist doch eigentlich das viel härtere Geschlechtsorgan. Also es ist eigentlich eher so der Nacktmull unter den Geschlechtsorganen. Ja, das hast du schön gesagt, ja. Ja, nein, ist doch ja, der Wikinger. Der Wikinger Balls unter den Geschlechtsorganen ist doch die Vagina. Also komm, das ist wirklich, also es gibt da ein paar Sprichwörter, auch genauso, du bist so eine Pussy oder sowas. Das ist totaler Quatsch. Also ganz ehrlich, Menschen, die irgendwie schlapp sind oder schluffi, die sind eher ein unirrigierter Schwanz als eine Pussy. Also Freunde, da müssen wir echt mal ein bisschen umdenken. Jetzt hast du es auch geschafft, dass der Podcast dann auf indiziert wird, auf dem Index. Zu oft man, Schwanz und Pussy wenn man, gesagt. Ja, wenn man, genau, dann kommt man gleich in so eine Pornoabteilung, aber das macht uns nichts aus. Wir sprechen halt die Dinge auch einfach an, aber ich gebe dir da recht, also dieses mit dem, hey, Corona ist Eier, das hat mich auch immer genervt, zum Beispiel auch in Musikerkreisen, dass so einer sagt so, hey, jetzt spiel mal ein geiles Solo, richtig Eier. Und dann dachte ich mir immer, was? Spiel mal mit mehr Eiern, genau. Alter, Eier, ich habe mehr Eier in meinem Eierstock als du mit deinen zwei schrumpeligen Klöten und jetzt laber mich nicht so saublöd von der Seite an.
Und selbst so, wenn du so Hühnereier, wenn du Hühnereier nimmst oder sowas, Hühnereier sind super zerbrechlich, ja. Und selbst wenn, und wenn du sie kochst, dann stinken sie. Also ich meine, das ist irgendwie aber auch kein Hühnereier guter Vergleich. Legt auch das weibliche Huhn, ja? Ja, sowieso. Und da, der blöde Gockel hat da gar nicht viel, der was macht, der kräht ein bisschen rum, nervt mich eh das Tier. Gockel ja. ist ein nerviges Viech. Ja, eklig. Okay, lustige nee. Menstruation. Was gibt es für weitere Fragen? Was schreiben die Fans? Fragen waren zum Beispiel noch, wann wir neue Songs rausbringen. Und da, ja, da sind wir auch ein bisschen am, ja, ich will nicht sagen zweifeln. Wir würden ja gerne neue Sachen schreiben. Es ist natürlich ein bisschen problematisch. Berlin, Ulm. Ich glaube, wenn wir in einer Stadt wären, würde das alles auch ein bisschen einfacher sein. Und dann kommt noch on top so für mein Empfinden jetzt gerade, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ariane, aber die Kreativität ist gerade sehr low, weil es auch irgendwie, weil man erlebt nichts, Punkt eins. Es passiert auch in der Welt nicht viel außer Corona und wir wollen euch nicht zu spammen mit irgendwelchen scheiß Corona-Songs über Masken und den ganzen Kack. Und das ist leider jetzt aktuell das Thema, was wirklich alles bestimmt. Das macht keinen Spaß, da will man nichts drüber schreiben. Das sind so Punkte und auf der anderen Seite haben wir dann eben auch gerade so ein paar andere Baustellen, also abgesehen von Toni Tortellini, wo du jetzt einfach die letzten Monate ultra mit beschäftigt warst, mit allem, also von und es wird nicht besser. Und es wird nicht besser, also von die Texte schreiben über das Crowdfunding an Start bringen, alle Leute abtelefonieren, das ist echt mega viel Arbeit, da hat man keine Vorstellung von, wie viel Arbeit man da reinstecken muss. Also Ariane ist wirklich nonstop am Arbeiten. Auch wenn es nicht so aussieht und so aussieht, als ob sie die ganze Zeit im Schnee badet, aber nein, sie macht das wirklich was. Nur zwischenrein. Aber genau, da und, muss ich mal sagen, halt, stopp, wir hauen ja auch raus. Wir haben ja zum Beispiel, kam am 1.1. unsere neue Single raus. Bam, die muss jetzt ja erstmal ein bisschen wirken. Ja, aber dann das ist ja kein Song, der wirklich neu war. Den haben wir jetzt schon seit März abgefeiert. Das ist jetzt aber neu produziert. Ein alter Hut. Und wir haben, Julia, wir haben 5 neue Songs letzte Woche gemacht. Das stimmt, aber das wissen die Leute ja noch nicht. Das wissen die nicht für eine TV-Geschichte. Droppen. Wir sind ab heute, also wenn der Podcast rauskommt, ist Sonntag, genau, da sind wir gerade in Köln und zeichnen eine neue Sketch-Serie auf, die voraussichtlich im Mai, Ende Mai oder sowas, im ZDF gesendet wird. Da sind unglaublich viele geile Leute dabei. Der Arbeitstitel ist Comedy Queens und da sind fast nur Frauen am Start und zwar richtig geile. Und die Männer nur in Nebenrollen und auch hinter der Kamera, also die Produzentin ist eine Frau, die Regisseurin ist eine Frau, Kameraleute und so weiter und so fort. Also es wird wirklich, es ist ein super geiles Projekt und wir sind sehr, sehr froh, dass wir dabei sein dürfen. Und der Bonus daran ist, dass wir die Sketche selber geschrieben haben und die Songs selber geschrieben haben. Also wir haben uns nichts schreiben lassen, sondern alles selber gemacht und daran haben wir die letzten Wochen auch gesessen. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sehen. Klar, wir dürfen da auch noch nicht zu viel verraten, aber es sind halt, wir haben 5 kleine Szenen und die enden jeweils mit einem kleinen Song, also auch nur was Kurzes, so 1-2 Minuten. Aber das muss man natürlich auch erstmal machen und wir sind auch sehr gespannt, wie das hinterher wird. Hoffen natürlich gut, aber da fließt natürlich auch Kreativität rein. Und zusätzlich, was wir auch schon im allerersten Podcast erwähnt hatten, die Idee von diesem Dance-Song, die ist immer noch da. Und da werden wir dann auch spätestens im Februar dran hoffentlich richtig weiterkommen. Und insofern, ja, genau. Der Kreativ-Workflow bleibt schon oben. Aber es ist natürlich, da gebe ich dir total recht, wenn man auf Tour ist, wenn man unterwegs ist, hat man zwar auf eine Art viel Stress, aber man hat viele Eindrücke, kriegt viele Ideen. Dann, wenn wir halt immer zusammen ewig im Auto sitzen, dann quatscht man und da entstehen auch oft gute Ideen. Und auf Tour hat man dann mal 3 Stunden Zeit im Hotel, schon hat man wieder was aufgeschrieben und das ist jetzt alles nicht da. Das heißt, ja, und in der Welt passiert ja auch was. Also weil jetzt gerade, ganz ehrlich, du guckst die Nachrichten an, du scrollst durch Twitter und ganz ehrlich, ich will keinen Song über Friedrich Merz schreiben und über Jens Spahn. Das geht mir alles auf den Sack. Ich möchte irgendwie andere Themen und die finden gerade nicht statt. Also deswegen mal gucken. Mal gucken, was da so kommt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Da wird sicher was gehen. Und das ist natürlich auch ein bisschen die Motivation von uns, eigentlich einen witzigen Song zu machen, ist ja schon immer, wir wollen den gerne live dann spielen und gucken, ob der funktioniert. Das ist ja schon unser großer Spaß. Und wenn du halt gar keine Shows hast und auch gar keine Gelegenheiten oder sagen wir mal, wir können das nicht ausprobieren, dann oft machen wir es ja auch so, dass wir die Songs erst dann live ausprobieren und dann eigentlich nehmen wir die auf oder hauen die raus.
Und wir haben die Möglichkeit nicht zu checken, kommt das gut an, wie funktioniert das? Das entwickelt sich dann ja auch oft live auf der Bühne. Also wer schon mal eine Show von uns gesehen hat, da kann es gut sein, dass wir plötzlich sagen nach der Zugabe, hey Leute, sorry, habt ihr Bock? Wir würden gerne was ausprobieren. Dann sagen meistens alle, yeah! Und dann holen wir einen Zettel raus und probieren einen neuen Song aus und entscheiden dann erst, ob da was taugt. So arbeiten wir ja auch und das ist gerade halt leider nicht möglich. Und das nimmt einem natürlich auch so ein bisschen die Motivation, weil was bringt dir jetzt ein mega geiler Song, wenn du nicht spielen kannst? Ich meine, ich höre von vielen Bands, klar, alle sitzen im Studio, alle, aber keiner released, weil die sagen halt auch, wir hauen jetzt nicht eine Platte raus und können dann nicht auf Tour gehen. Alle warten. Es haben schon viele was rausgehauen. Also aber viel weniger als sonst. Und viele andere haben ja irgendwie, ja, natürlich ja, viel klar. weniger als die sonst. Die großen also, Bands die Leute zum Beispiel können ja auch nicht zusammensitzen, gerade weil es verboten ist. Deswegen ist auch schwierig. Aber gut, wir werden wieder was an den Start bringen, wir werden wieder was droppen. Die Zeit wird kommen, Leute. Wir werden wieder kreativ sein und wir sind es auch die ganze Zeit. Nur das dauert immer ein bisschen, bis es dann irgendwann zu euch gelangt. Sagen wir es mal so, wie es ist. Womit wir zu unserer ersten Rubrik kommen, der heutigen Show, Podcast-Show, wie ich sie so schön nenne. Und zwar die Droge der Woche. Ariane, hast du was parat? Was war diese Woche dein Thema? Die Droge der Woche. Ja, es ist natürlich der Schnee und ich meine es nicht als Metapher hier mit Koks und so. Ich meine wirklich den Schnee. Also das war wirklich unglaublich viel Schnee. Das hat mich dazu gebracht, täglich zu shippen. Da hatte ich ein Workout. Ich hatte abends richtig Muskelkater. Ich habe an einem Tag habe ich 6-mal Schnee geschaufelt. Ich habe dann angefangen, auch ein Tutorial zu machen. Ja, für Donau 3FM, den Leuten mal nochmal Schnee shippen. Wie geht das richtig? Ich bin völlig eskaliert. Dann hatte ich ich wohne ja mit vielen Studenten hier in meiner Wohnung. Da waren die auch aggressiv, die Studenten sind nicht gut drauf in diesen Tagen, der Frust ist groß, hier Lockdown, Uni, alles schlimm. Da ich sage, Leute, erfrischt euch doch mal, erfrischt euch, rein mit euch in den Schnee und schon, zack, Bikini in den Schnee. Da ist direkt die Schneeschwimm-Challenge ins Leben gerufen worden, bei der bisher nur wenige Menschen mitgemacht haben. Aber eigentlich nur Luisa. Nee, Belly hat das dann auch noch gemacht und auch noch also eine Freundin. Und ich habe eigentlich gesagt, spring in den Bodensee, mach was Hartes. Weil es auch gut ist, wenn man wie ich Anhängerin ist von Sebastian Kneipp. Du kennst sie sicher Kneipen. Julia, kennst du Kneipen? Ja, klar, wir haben viele Kneipen hier ja, in Berlin. Ja, die sind gerade zu. Aber Kneipen, da gibt es ja das Wassertreten gibt es ja. Und es gibt aber auch das Schneetreten. Also wirklich im Schnee barfuß, es ist super gesund. Diese ganze Heiß-Kalt-Geschichte, also rein in die Sauna, Schnee, Wassertreten. Ja, das. Sebastian Kneipp hat sich ja selbst von der Tuberkulose geheilt mit dieser Therapie, die er ja selbst erfunden hat. Und noch heute gibt es ja einige Kneippsche Kurbäder hier im Süden. Kleine Hintergrundinformation, Sebastian Kneipp war ja ein bayerischer Pfarrer, der war ja gar kein Arzt, der war Pfarrer und hat ja wirklich sich selbst therapiert, indem er in die Donau gesprungen ist, in die Donau, zack, rein, raus, Stück und gerannt, also praktisch so den Kreislauf totalen Schwung und dann wieder abgekühlt und hat sich so wirklich von der Tuberkulose geheilt und dann hat er immer mehr Menschen geheilt und er hat irgendwann ja so ein ganzheitlich naturheilkundliches Regelwerk geschrieben, wie man leben soll, was auch dann Ernährung und alles Mögliche umfasst. Ja gut, da muss ich sagen, da wird es mir dann irgendwann zu bunt. Aber ja, aber da sage ich, Julia, diese Abhärtung, die kann ich nur jedem empfehlen in diesen schwierigen Zeiten. Wirklich, hier, Sauna, Schnee, mach es. Es tut total gut. Das stärkt das Immunsystem. Und deswegen Sauna kann ich nur sagen. Ist sehr lustig, Ariane. Wenn man eine Sauna im Keller hat, ist das eine schöne Idee. Aber die Saunen haben alle geschlossen und niemand hat eine zu Hause. Aber du musst halt vielleicht, dann hast du halt kein Bierzimmer. Wenn du das ernst nimmst, hast du halt ein Saunazimmer. Du könntest da auch eine Sauna reinstellen. Zum Beispiel eine Infrarotkabine. Reicht es auch? Ja, ich glaube, das geht auch als Kompromiss. Ich mache die Heizung an hier und dann gehe ich mal eine Runde raus. Du machst ja auch öfter mal einen Grill an und so. Das ist ja auch alles, Kneippsche Therapie, verstehst du? Ja, Grill an, kaltes Bier, heiß, kalt. Bier in die Kneipe rein, ja, das stimmt. Dann wieder ein leckeres Caretta-Eis schlecken, verstehst du? Ja, geil. Und kannst du dich erinnern, wir haben mal im Zug, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir haben mal im Zug einen jungen Mann kennengelernt, der war ein sympathischer Mann aus Costa Rica, ein Tänzer, den haben wir im Zug nach Freiburg, glaube ich. Mit dem sind wir ins Gespräch Bernardo. gekommen. Genau, Bernardo. Und der war total nett und dann haben wir uns auf Facebook geaddet.
Ich weiß nicht, ob du auch den hast. Ja, ja. Und dieser Typ macht ja gerade ständig sowas. Hast du das gesehen, dass er in Züricher schwimmen und sowas. Genau, er geht jeden Tag in diesen Züricher See rein, an so Schwänen da vorbei, macht da irgendwie noch Tschaikowski-Schwanensee-Musik an und springt dann da. Es begeistert mich total. Also aber der ist sowieso verrückt. Ich liebe den. Der ist einfach total bekloppt. Und ich finde auch seine, seine Kunstaktion, Tanzaktion immer großartig. Finde ich der macht ja sehr coole Sachen. Darauf aufmerksam, dass so viel Müll weggeschmissen wird und Plastik. Und dann steckt er sich die ganzen Strohhalme so in seinen Bart rein und in seine Haare, die er so findet, so Müll. Und als lebende Skulptur tanzt er dann da irgendwas so als Performance. Also wirklich richtig crazy, hat mal, aber geil. Ich glaube, bekannt wurde er durch die Aktion, wo er sich komplett eingekleidet hat mit Kuschelteddybären. Stimmt, der lebende Riesenteddy oder so. Genau, da ist er eben über die Grenze, ich weiß nicht, ob er wirklich dann über die Grenze gegangen ist, aber es ging um die Flüchtlingskinder beziehungsweise um die mexikanischen Kinder oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr genau sicher, muss ich nochmal nachlesen, aber sehr coole Aktion macht er immer, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Ja, es ging wirklich um die Kinder, die in diesem Drogenkrieg in Mittelamerika als benutzt werden von der Mafia, um Sachen also zu transportieren. Und da werden unheimlich viele Kinder auch irgendwie ermordet im Drogenkrieg. Ganz schlimm. Und darauf wollte er eben aufmerksam machen. Es war auf jeden Fall super spannend. Und der Typ ist total nett. Bernardo, wir müssen den mal verlinken. Den muss man mal folgen. Der macht super Sachen. Ich glaube, er lebt in Köln, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Mhm. Aber auch in Zürich und irgendwie auch in, ist einfach super. Genau, so viel zum Thema Eis und Schnee. Was ist deine Droge der Woche? Was ist bei dir los gewesen? Meine Droge der Woche, Ariane, ist eine sehr ungewöhnliche und du wirst jetzt wahrscheinlich laut lachen, aber meine Droge der Woche sind Mathe-Songs. Bitte? Pass auf. Mathe ist das Fischgericht oder Mathe? Mathe, das Schulfach. Pass auf, ich habe wirklich, ich habe mich totgelacht, als ich das, ein Kumpel hat mir das gezeigt. Es gibt einen Typen bei YouTube, der ich muss jetzt schon wieder lachen, weil es so witzig ist. Den gibt es anscheinend schon lange, dass ich den noch nie kennengelernt habe. Der hat Millionen Aufrufe bei YouTube, weil der vertont so Satz des Pythagoras beispielsweise, lineare Funktion, Kurvendiskussion, da macht der Songs draus. Und okay, Ariane, hau mal einen ich sag's dir vor, aber jetzt sing den mir auch vor. Du musst schon singen. Ich kann den noch nicht auswendig, aber pass auf, das ist hier mein Lieblings. Ich spiele ihn mal an, ich hoffe, man hört es. Hat ein Dreieck die Seitennamen A, B und C mit einem rechten Winkel gegenüber von C. Hast du gleich zur Berechnung eine Formel parat? Denn dann gilt A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. Hat ein Dreieck die Seitennamen A, B und C. Und gegenüber vom so richtig geil. Richtig geile Songs. A Quadrat und B Quadrat ist C Quadrat. Gleich C Quadrat. Mann, genau. Da hätten wir aber auch drauf kommen können. Das ist saugeil, ey. Alter, der Typ klaut einfach den Text von anderen Leuten. Aber hey, schreibt da Musik drauf und ist Fame, Mann. Wenn wir den Song jetzt gemacht hätten, zum Beispiel mit der Exponentialfunktion, das wurde ja so viel diskutiert jetzt in der Corona-Krise. Ja. Wenn wir dazu einen Song schon parat gehabt hätten, E-Funktion, die Kanzlerin hätte es nicht erklären müssen, dann hätten die uns eine fette Bühne gegeben. Dann hätten wir eine Tagesschau. Es wäre so durch die Decke gegangen, Ariane. Da haben wir richtig ohne Mist, was verpasst. Zieh dir das mal rein. Satz des Pythagoras von Dorfuchs, D-O-R-Fuchs. Der Typ hat zigtausende YouTube-Videos. Die haben unglaublich viele Klicks hier. Die meisten Klicks hat hier der Satz. Ist das ein Mathelehrer oder? Ja, so also, oh Gott. Also ja. Okay, ich hatte Mathelehrer. Der sieht aus wie 12 und die Songs sind ganz furchtbar, ganz furchtbar arrangiert und produziert. Ja gut, muss aber man Ich muss sagen, Props an ihn, weil ich zum Beispiel kann mir ja auch jeden Songtext von DJ Bobo aus 90ern noch merken, aber vergesse dann vielleicht doch die Formel, die entscheidend ist. Wenn ich da einen Song gehabt hätte. Das ist auch, ich glaube auch, ich hätte besser in Mathe abgeschlossen, wenn der Dorfuchs mir damals diese Songs beigebracht hätte. Ja, also, wenn der Lehrer dich an die Tafel geholt hätte und du hättest es singen können, Julia, dann hättest du auch keine 5 in Mathe gehabt.
Und er rappt dann auch, pass auf. Wenn man's kann, voll einfach und wenn nicht, voll kacke. Wie so oft gibt es da verschiedene Herangehensweisen, die unterschiedliche Leute unterschiedlich gut begreifen. Die Standardschulmethode ist, bring alles auf den gleichen Nenner und addier einen Zähler. Doch für manche geht es manchmal schneller, wenn man die Regeln der alten Inder befolgt. Denn mit vedischer Mathematik geht das Ganze wie folgt. Links oben, mal rechts unten, plus links unten, mal rechts oben. Mit dem Nenner unten, mal unten, hast du auch schon das richtige Ergebnis gefunden. Okay, alles klar. Aber stell dir vor, stell dir das vor. Ja. Der macht dann immer mit so einem Beat und Wandergitarre. Na, irgendwie ist auch ganz geil, weil ich meine, tatsächlich durch die Musik kann man sich die Sachen besser merken. Auf jeden Fall. Und die Songs sind witzig. Die haben einen krassen Ohrwurm-Charakter. Die ersten Songs von ihm, die er so am Anfang geschrieben hat, die hat er wirklich furchtbar produziert. Die werden immer besser mit der Zeit, muss man auch mal sagen. Props hier an Dorfuchs, richtig gut. Aber wer da draußen Mathe nicht checkt oder auch Kinder hat, die Mathe nicht checken, zieht euch Dorfuchs rein. Es ist wirklich witzig und man kann musikalisch das lernen. Und das ist alles klar. Vielleicht werde ich nochmal ein krasser Mathe-Pro. Ja, vielleicht wirst du auch Mathe-Lehrerin. Ja, wer weiß. Du, viele sagen ja gerade, schaut euch um nach anderen Berufen. Hätte jetzt am wenigsten bei dir auf Mathe-Lehrerin getippt, aber hey, da ändert sich plötzlich alles. So, Mathe-Lehrerin, Frau Gammis-Martin, singen Sie uns nochmal Pythagoras vor. Alles klar. Check it out. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Du auf so einer Gesamtschule, Berlin-Neukölln, so Brennpunkt. Oder vielleicht ist es, du bist dann so wie Mr. Schuster in Glee. Du bist dann so eine Mathelehrerin, die aber auch so einen Musical- und Chor-Club hat. Und da passieren dann voll viele Sachen. Und da könnte man direkt schon wieder eine Serie draus machen. Ja, oder denk mal, Michelle Pfeiffer damals hier, weißt du, wo sie Lehrerin war. Hier, ja. Gangsta's Paradise und so. Mann. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit noch für mich, hier richtig durchzustarten. Also ich sehe da viele. Hätte ich nicht gedacht, dass Mathe jetzt deine Droge der Woche ist, aber so können wir immer Neues dazulernen. Ja, um dich besser kennenzulernen, würde ich gerne noch mal ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, wenn du dafür bereit bist. Bist du so? Ja, bin ready für Entweder-Oder. Bist du entscheidungsfreudig drauf? Ich bin total entscheidungsfreudig drauf. Freue mich ja, wenn ich überhaupt mal was gefragt werde in Alles der klar. aktuellen Zeit. Julia, Hip-Hop oder Schlager? Hip-Hop. Hip-Hop, wirklich? Immer? Immer. Ist zwar cooler, aber was ist nach drei Bier? Was ist dann, Julia? Was ist dann? Nein, ich muss sagen, bei Schlager, da bin ich ja ganz strikt für die Trennung zwischen Schlager vor 1970 und nach 1970. Ich muss sagen, alle Schlager vor 1970 finde ich geil. Alles, was in den so 50er, 60er Jahren, die ganzen deutschen Schlager, liebe ich. Peter Alexander, habe ich ja schon gesagt, mein großer Held, ich liebe ihn, ich will so sein wie er. Aber die ganzen neuen Sachen, da bin ich raus, da bin ich total raus. Klar, natürlich, wenn ich betrunken bin, aber Ariane, wenn ich betrunken bin, kann so einiges passieren. Und da kann ich mich später nicht dran erinnern und es hat dann auch nicht stattgefunden. Deswegen bin ich raus und bei Hip-Hop muss ich sagen, das hat mich geprägt. Da habe ich einfach, von Fanta 4, Blumentopf, alle möglichen Bands, da muss ich sagen. Aber sagst du, dann ein Team deutscher Hip-Hop eher? Oder bist du auch? Ja, schon. Nee, ich bin eher deutscher American. Hip-Hop. American Hip-Hop hat mich nie so richtig gekriegt, aber auch, weil ich die Texte früher nicht so verstanden habe und ja, hat also mich so deutscher angezeckt. Also deutscher Hip-Hop, bist du mehr Agro-Berlin oder mehr Hamburger Schule hier oder sagst du eher Stuggi City? Mehr, also Stuggi und Hamburg, muss ich sagen. Also eine Heimatverräterin. Ja, eher so, nee, also Berlin, da gibt's echt wenig, was mich so, nee. Ist zu nah an deinem Alltag auch dran dann, oder? Genau, ja, nee, das ist dann zu nah, da bin ich, nee. Deine Lieblings drei Rap-Kombos oder Hip-Hop-Bands? Och Gott, oh Gott, ja, also auf jeden Fall Fanta 4, also ganz, ganz vorne dabei, Beginner. Würde ich auch sagen, Fettes Brot. Das sind schon drei, danke. Die drei sind auf jeden Fall meine Favorites. Alles klar. Das wird jetzt aber gar keine Frauen bei gewesen. Schade eigentlich. Weibliche Rapperinnen, gibt's da was? Weibliche Rapperinnen? Die dich ansprechen? Da würde ich jetzt mal, da muss ich sagen, da gibt's ja dann eher so die amerikanischen natürlich, die eher so bekannter geworden sind im deutschen Sprachraum.
Aber du bist ja ein großer Tic-Tac-Toe-Fan auch. Das musst du ja zugeben. Würdest du dir jetzt zu den Rap-Geschichten voll die krassen Rapperinnen. Was mit Sabrina Setlur? Nee, ist für mich keine Rapperin. Suki. Ja, Suki ist ganz, also auf jeden Fall richtig geil. Schwester Eva hat mich nie gekriegt, muss ich sagen. Und diese ganzen moderneren, da muss ich auch sagen, bin ich raus. Ich finde dann bei den amerikanischen dann natürlich Nicki Minaj auf jeden Fall richtig cool. Missy Elliott auch ziemlich geil. Ja gut, bei den Deutschen, was ist mit Fever? Das ist eine längere Geschichte, die möchte ich an der Stelle nicht erzählen. Okay, gut, dann reden wir da nicht drüber. okay, die nächste Frage. Berge oder Strand? Berge oder Strand? Strand. Tausendmal Strand. Tausend, aber es liegt auch bei dir im Blut, ne? Wenn du jetzt Berge gesagt hättest. Ja, nee, Berge, muss ich sagen, da kriegt man mich nicht so hin. Perfekter Urlaub für dich? Strand, Sonne, Eis. Strand, also so eine Mischung aus, ich muss sagen, so Städte wie Malaga eben oder zum Beispiel Tel Aviv ist auch geil, weil du hast Strand, geiles Wetter, aber auch eine coole Stadt mit sehr viel kulturellem Angebot. Sowas ist für mich, würde ich sagen, da würde ich sogar auswandern. Dein nächster Spot auf der Liste der Reisen, weil man irgendwann wieder eine machen darf. Irgendein Ziel, wo du sagst, da möchte ich wirklich gerne mal hin. Nehmen wir mal eins in Europa erstmal, weil das ist noch realistischer. Stimmt, Europa ist wirklich noch realistischer. In Europa habe ich eher so den Norden im Blick. Also ich würde gerne mal Richtung Schweden, habe ich noch nie so wirklich gemacht. Da war ich nur einmal auf Konzerttour. Würde ich gerne mal so privat abchecken, Schweden, Norwegen, so den Norden generell. Einfach wegen dem Strand halt, ne? Wegen dem geilen Strand. Ja, da ist auch Wasser. Ja, da ist ein Fjord, Alter. Da ist Fjorde, Alter. Kannst im Fjord rein fischen gehen. Ich weiß nicht. Okay, sonst, Skandinavien. Habe ich alle anderen Sachen in Europa irgendwie schon abgeklappert. Deswegen bin ich da. Griechenland würde ich gerne mal so ein Inselhopping Griechenland machen, steht auch ganz oben auf der Liste. Und weiter weg ist für mich ganz groß, obendrauf ist Australien. Australien. Ja. Einfach was Naheliegendes mal. Genau, nächste Frage, Facebook oder Instagram? Mittlerweile Instagram. Weil's, Facebook geht mir weil es nur Sack. Herzchen gibt. Ja, Facebook sind mir alle zu aggro und zu doof und alle schreiben zu viel Text und ich habe keinen Bock da drauf. Ich bleib bei Instagram. Text nervt. Ja, Text nervt. Aber bei Instagram schreiben sie ja mittlerweile auch bei so einem Bild auch echt viel Text hin. Ja, das stimmt, aber das muss ich mir gar nicht durchlesen. Da kann und oft hat der Text, finde ich manchmal interessant, es gibt ja diese Art von Teenager-Studi-Instagram, die haben ja auch ihre eigene Sprache, irgendwie so ein Selfie und dann so ein Spruch auf Englisch, der voll deep ist. Und so von wegen be yourself no matter what they say und dann so Selfie in schwarz-weiß, halbes Gesicht nur. So, das sind so Wandtattoos mäßig. Also da kannst du auch sind, das ist doch nicht meine Welt, ne? So Wandtattoos sind so die Arschgeweihe der heutigen Zeit und schreiben die da irgendeinen Scheißspruch hin von irgendwem kopiert und dann so ein Foto so über die Schulter so ups, gar nicht gemerkt, dass ich fotografiert wurde. Dabei haben die selber so Stativ hingestellt und so ein Kram. Oder der Boyfriend wird gezwungen, sie zu fotografieren. Oder andersrum, der Typ zwingt seine Freundin, ihn zu fotografieren. Und dann so ein lässiger Blick so über die Schulter rüber nach hinten. Und dann so, oh, hab gar nicht gemerkt, dass ihr da seid. Ja genau, und so. Das irritiert mich total. Genau wie, was mich noch mehr irritiert, ist zum Beispiel ein Foto, ein voll schönes Bild. Jemand lacht so in die Kamera und dann so ein endloser Text über, mir geht's gerade voll schlecht, ich habe eine Depression oder so. Das ist echt, und das ist dann krass, du halt so irgendwie, du likest es und dann siehst du, okay, Text und dann, oh mein Gott, und dann ist praktisch das nur so ein Lockmittel, das schöne Bild und dann kannst du da runter eine Message raushauen von wegen, die Flüchtlinge in Moria spendet was, aber trotzdem machst du ein Bikini-Foto hin. Sowas ist mir auch zu viel Subtext. Also ich bin da tatsächlich eher Team Facebook, weil ich mit dieser Bildsprache oft nicht klarkomme. Nächste Frage, E-Scooter oder Liegerad? E-Scooter. Hast du überhaupt Du meinst schon diese Liegerad? Roller? Ja, ich meine genau das, was so überall rumsteht in der Stadt. Ja, die sind geil. Ich muss sagen, ich finde es echt geil. Es macht voll Spaß. Ja. Es ist echt, also im Sommer in Berlin nachts irgendwie hier lang heizen, ist echt geil mit einem Roller. Liegerad habe ich nie ausprobiert, aber ich glaube, ich würde einschlafen. Das würde mich... Also ich war auch noch nie auf dem Liegerad, aber ich denke mir so ein bisschen, dass du halt die ganze Zeit so deine Bauchmuskeln voll gut trainierst.
weil du musst doch dich immer so ein bisschen hochbeugen, um so zu gucken, weil du Angst hast, überfahren zu werden. Keine Ahnung, dann denke ich mir, es sieht zwar irgendwie für mich voll ungemütlich aus, weil ich denke mir, man ist ja so crampy, aber hinterher hast du ein mega Sixpack, wenn du viel Liegerad fährst. Zwar so eine Theorie von mir, aber ich habe selbst auch noch nie aus. Ich habe beides aber noch nicht ausprobiert. Wenn Liegeräder cool wären, dann würden die hier auch überall rumstehen. Man könnte sich das so spontan mieten. Ja, der Trend ist ein bisschen weg in, weiß nicht, in so diese Ökos, die mit dem Liegerad fahren, gibt es schon noch einzelne, aber man sieht das schon selten, finde ich. Oder siehst du oft Liegerad? Ich finde es auch ehrlich gesagt, nee, sehe ich nicht oft und es kommt mir auch ehrlich gesagt ein bisschen gefährlich vor, weil du bist so weit unten, man übersieht dich schnell. Ich glaube, Liegefahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen werden öfter von Autos überfahren. Ich weiß nicht, ob es da Statistiken vielleicht gibt. Vielleicht sind die deswegen, sieht man die halt nicht mehr so häufig, weil die fast alle überfahren wurden. Okay, ja, wir kommen jetzt zur wichtigsten Frage, Julia, die noch auf meiner Liste ist. Billard oder Dart? Billard. Was ist der Taschenbillard? Spontan Billard, weil habe ich öfter schon gespielt als Dart. Und obwohl Dart auch Bock macht, bin ich aber scheiße drin. Bei Billard kann man noch so glücksmäßig, kann man auch besoffen richtig gut spielen. Bei Dart hätte ich, glaube ich, Angst, Menschen zu verletzen. Dass ich irgendwie... Ich finde es auch gut, wenn du nicht Dart spielst. Das erscheint mir auch zu gefährlich. Aber nee, Billard, also ich persönlich liebe ja Billard total. Pool, das war schon wieder lustige Geschichte. Da standen wir in Essen vor der Location. Und zwar, wie heißt die coole Location in Essen? Zeche Karl. Da haben wir gespielt. Optimaler Abend, war richtig geil. Und im Nebenraum in der großen Halle war Adam Angst. Ja. So. Das war auch schweinelaut, wenn wir nicht selber irgendwie voll abgerockt haben, sondern nur geredet haben, dann hat man es mega gehört. Es war auf jeden Fall geil, wir hatten auch eine gute Show und hinterher haben wir mit der Band oder genau mit mehreren von der Band gequatscht. Zumindest stand dann am Ende noch einer da und dann hat der doch noch, wir standen da und er hat gesagt, hey Mädels, wir gehen jetzt alle in diese Kneipe, kommt ihr noch mit? Und wir hatten eigentlich, wir mussten noch am nächsten Tag, wir wollten eigentlich nicht mitgehen, aber dann hast du noch gefragt, ja was ist denn das? Und dann sagt er, das ist so ein Punkrock-Schuppen, richtig geil, bla, mit richtig drei Dancefloors, mit Pool. Und du so, mit Pool? Wie geil, ich habe gar kein Bikini dabei, aber dann bin ich dabei, mit Pool. Und ich so, ja, hoppla, mit Pool, jetzt mit der Adam Angst Band Pool. Und dann er so, ja, eine Runde Billard macht doch immer Bock. So, und das war eigentlich ein sehr lustiges Missverständnis, an das ich gerne zurückdenke. Also Party geil. Mit Pool, kann man so oder so verstehen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht, ja. Nee, habe ich tagelang drüber gelacht, so, wow, mit Pool, oh mein Gott, und ich habe gar kein Bikini. Der dachte wahrscheinlich auch, krass, sie spielt immer im Bikini-Billard, aber wenn sie meint, aber gut, so war das. Damit bin ich schon durch mit meinen Fragen. Sehr gut. Wir könnten direkt zur nächsten Rubrik kommen. Ich weiß aber nicht, welche? Ja, pass auf, ich habe eine kleine Zwischenrubrik, die ist jetzt nicht regelmäßig angedacht, aber ich hätte jetzt hier so mal überlegt, pass auf, 2021, wir haben noch gar nicht unsere Horoskope gecheckt, Ariane. Ach Mensch, wir sind doch so richtige Esotanten. Wir sollten doch mal gucken, was die Sterne für uns so parat haben, oder? Was bringt 2021, finde in dieser aktuellen Lage, kann man sein die Leben doch nur in die Hände. Astrologie kann uns jetzt helfen. Auf jeden Fall. Hast du gelesen, dass die Erde sich aktuell zu schnell dreht? Nee, aber mir war gestern auch schlecht nach drei Gin Tonic. Ist mir auch aufgefallen. Ja, und mir ist auch. Zu schnell? Ja, ist alles zu schnell. Zu schnell für wen? Ich weiß es nicht. Zu schnell für Trump. Die Erde dreht sich zu schnell und das kann natürlich alles durcheinander bringen. Aber 2021, Horoskop, da muss man nochmal checken. Du bist ja Zwilling. Ja. So, pass auf. Da kann ich ja mal kurz hier reingucken. Ich lese jetzt nicht alles vor, das ist total aber interessiert mich schon. Danke, Mensch. Ich habe es jetzt noch gar nicht. Und es gilt fürs ganze Jahr jetzt praktisch, ja, oder? Ja, genau. Also dein Herrscher ist der Merkur als Morgenstern in Gestalt des geflügelten Götterboten. Nur so als Zeitinfo für dich. Mhm. Dein Element ist die Luft. Und Schlagzeile ist hier, es lebe die Leichtigkeit. Zwillinge sind gut darin und das bleibt auch 2021 so, wenn es um ihre Richtung, Orientierungspunkte, Inspiration und Ziele geht. Mal ganz neu denken, ihren Horizont erweitern. Das kann ihnen unter Jupiter und Saturn wunderbar gelingen.
So, also du bist mal wieder voll am Start, Orientierungspunkte, da habe ich gedacht, nee, passt jetzt nicht so gut, weil du ja ehrlich so orientierungslos bist, aber hey, vielleicht wird es ja dieses Jahr was, wer weiß. Nee, da ich ja nur noch einen 15 Kilometer Radius habe, da komme ich jetzt schon besser klar. Also, kommst du jetzt besser klar, ja, ist doch gut. Danke Merkel. Ist das alles? Nein, pass auf, das war jetzt nur so der erste Punkt und jetzt kommt Liebe und Leidenschaft. Ah ja, Zwillinge, das interessiert mich. Zwillinge sind nicht auf rosa Wolken fixiert, lieber die Gefühle im Griff behalten und möglichst unabhängig bleiben. Der Kosmos aber gibt ihnen die Aufgabe, diese Haltung zu prüfen. Schließlich macht die Dosis das Gift oder dämpft das Glück. 2021 haben sie die Chance, sich auf die Schliche zu kommen und finden womöglich heraus, dass ihr Wunsch nach Eigenständigkeit nicht aus innerer Stärke, sondern aus Furcht erwächst, davor, dass man ihnen zu nahe kommt, Ariane. Das ist nämlich die eigentliche Distanz. Deine schwäbische Distanz ist nur ein Zeichen dafür, dass du Angst vor Nähe hast. So. Aber das klingt, als ob ich 21 Single bin. So. Ja, sie versuchen es ja immer so zu formulieren, dass es sowohl Singles als auch Menschen, die in einer Beziehung sind, sich total wiedererkennen und total so, wow, wow, ich erkenne mich wieder. Aber es klingt jetzt nicht so gerade so total happy, sondern es klingt schon so, nee, nicht so richtig. Unabhängigkeit, es klingt nach... Hier steht so, besser ausweichen als hautnah berührt werden ist ihr Motto. Doch Liebe braucht Echtheit, den Mut, sich zu zeigen. So ja, werden Jupiter und Saturn immer darauf drängen, Beziehungen auf Muster... Ja, Beziehungen auf Muster abzuklopfen. Die für Distanz und Missverständnisse sorgen, ja, mein Gott. Also von Mai bis August kann die Liebe lauter rufen. Hallo! Ja. Aber das ist bei mir in dem Zeitfenster sowieso immer mehr gegeben. Ich bin ab animalische Instinkte. Ja, auch in etablierten Verbindungen kann ein Moment des Neuerkennens Gefühle drehen oder anfachen. Ja, bla bla bla. Okay, ja, Beruf also sieht Karriere. Nicht gut aus. Jetzt Beruf, mach mal jetzt Beruf, wichtig. Mal Beruf. Beruf und Karriere. Sie wollen mehr. Mehr Kick, mehr Spielraum, mehr Glanz und Gloria. Vielleicht merken Sie, dass Sie manche Ihrer Talente nur zu sehr unterm Deckel gehalten oder unter Wert verkauft haben. Merken, dass Sie alles, was die Welt ein wenig besser machen kann, brennend interessiert. Auch Ihr Freigeist meldet sich. Bosse, also nicht die Band. Bosse, die ihrer Ansicht nach hohle Themen vertreten, Strukturen, die für sie zu wenig Sinn machen, zu fremdbestimmte Zeiteinteilung, das lässt sie wild mit den Füßen scharren. Studium, Job oder Branchenwechsel, Selbstständigkeit, alles möglich. Ja, oh oh, auch das klingt nach, alles klar, oh je, oh je. Von Mai bis August könnte eine Chance in greifbare Nähe rücken. Durchstarten werden sie aber wohl erst 2022. Oh, fuck it, ey. Richtig scheiße. Nee, aber das ist ganz klar. Es bedeutet einfach, Open Air mitnehmen, auswandern. Ja. Luft ist ja auch dein Element, Ariane. Das heißt, es ist Open Air. Also Aerosole. Open Air, die Zeit, genau. Aerosole sind dein Element. Yay. Yeah. So. Die Zukunft wird jetzt gestaltet. Zögern Sie also nicht, jeden Tag das Beste aus sich rauszuholen. So. Das mache ich. Jeden Tag mache ich das. Körper und Seele, watch your step, das sollte Ihr Motto für 2021 sein. Dann unter Uranus. Ah, meine Schritte-App. Ja, kleine malaisen Plagen. Könnten Sie versucht sein, sich immer wieder selbst zu überholen, was ja selten gut tut. Deshalb gilt auch Sport, ja, Extremtouren, nein. Extremtouren, puh, oh nein. Wir sind ja gerade nicht auf Tour. Lol. Okay, also ja, hier kühle Lebensmittel hilfreich, grüne Gemüse, Salate, Pilze. Kühle Lebensmittel. Erdbeeren, Melone, na gut. Was? Das ist gleich so konkret. Essen Sie, was ist, wenn du jetzt allergisch bist gegen Erdbeeren oder so, dann denkst du auch, danke dafür. Das ist auch geil, weißt du, jetzt kommt hier noch so ein Tipps für 2021, das gibt Ihnen Kraft beim Lesen guter Bücher. Mhm. Schach kann Ihren Geist aufspielen. Schach? Sehr gut. Mein Gott. Ja, reisen Sie dahin, wo das Leben pulsiert. Haha, sehr witzig. Fuck you. Ja. Fick dich, Brigitte. Feng Shui für Geist und Seele leert den inneren Papierkorb und löst Blockaden. Na gut. Ja, Feng Shui ist meine Spezialität. Das Einzige, was mich jetzt zum Beispiel bei dir interessieren würde, ob sich deine berufliche Voraussage stark von meiner unterscheidet. Einfach so aus Interesse. Weil okay, hier steht, warte mal. Also, wenn in der Liebe so viel los ist, gerät der Job leicht aus dem Fokus. Okay. Ach, oha, na toll, Julia, toll, das ist ja wieder mal ganz toll. Ich habe schon so einen Hals. Das heißt, bei dir ist in der Liebe viel los. Ich will ja gar nicht so viel, Doch zum Glück fragen ihre inneren Stimmen unüberhörbar laut, bist du hier noch richtig?
Astrologisch gesehen ist 2021 ein Jahr, in dem sie sich aus Settings lösen können, die sie kleiner halten, als sie sind. Bist du noch bei Beruf oder bei Liebe? Bei Beruf. Ach so. Anstoß dafür kann das Gefühl sein, dass sie unterschwellige Kräfte am Werk sind, die sich gegen sie richten, etwas Kränkendes haben. Wo es für sie hingehen könnte? Dahin, wo ihre Schätze glänzen dürfen. Kreativität, Führungstalent und oder ihre Gabe, in Schieflage geratene Prozesse auszubalancieren. Gutes Gedankenspiel. Wo stünden sie heute, wenn sie bei der einen oder anderen Lebensentscheidung anders abgebogen werden? Viel Stoff für neue Zukunftsbilder. Sie wollen, du, dass ich einen anderen Mathe, Job annehme. Die wollen, dass du Mathelehrerin wirst. Das steht da. Scheiße. Julia, die Brigitte sagt ganz klar, werd Mathelehrerin. Aber hier steht auch, denken Sie groß. Hier und da zu ruckeln wird nicht reichen. Metamorphose lautet das Ziel. Vor allem im Sommer können sich spannende Chancen auftun. Agieren Sie aber lieber erstmal aus dem Hintergrund. Ja, okay. Sehr gut. Was steht denn bei mir eigentlich oben an? Aber dann ist es klar. Aber mein Herrscher ist der Mond und mein Element das Wasser, Ariane. Ich muss an den Strand. Strand. Du brauchst ein Mondwasser. Kennst du Mondwasser? Meine Tipps hier, was mir Kraft gibt, ist Lymphdrainage. Was? Lymphdrainage? Heiliger Bimbam. Da sind wir schon wieder bei Kneipp. Ja, und Wellenreiten. Wasser ist ihr Element. Ja, da bin ich voll dabei. Aber hier auf der Spree macht sich das immer nicht so gut. Mal ins Kamasutra schauen und ihre Sinnlichkeit füttern. Was? Ja, steht hier. Okay. Na gut, besser hast ist, ja was sich zu tun. Besser anfühlt. Das gilt auch für Kleidung. Na gut. Ja, also ich glaube, ja, sehr interessant. Also es bedeutet auf jeden Fall, dass wir beide die Open-Air-Saison mitnehmen sollen. Ja. Das ist schon mal gut. Danke, Brigitte. Ist schon Brigitte, oder? Brigitte, ja, ist Brigitte, das Jahreshoroskop. Ich finde es gut. Ist sehr spannend. Mein Gott. Ja, da haben wir doch wieder was, worauf wir uns fokussieren können. Bei dir ist auf jeden Fall in der Liebe viel los und das klingt schon mal, ich meine, das ist doch schon mal was. Das ist doch mal was. Ja, auf jeden Fall. Aber wenn auch sonst nichts viel los ist, dann kann man ja nichts anderes als bumsen. Was soll man denn auch tun? Nee, ist klar. Finde ich auch. Man ist zu Hause, man kann nicht weg. Das ist ja nicht, nicht viele Optionen. Ich meine, kniffeln und bumsen, das ist halt so das Ding. Das ist kniffeln, bumsen, menstruieren. Ja, klingt gut. Und da ist auch wieder der Mond dann im Spiel und das Wasser. Ja, nee, wirklich, wirklich gut. Also das ist auch ein Rubrik. Guter Titel für unsere heutige Folge. Kniffeln, bumsen, menstruieren. Ja, das ist auf jeden Fall, das spricht viele Menschen an. Und manche eben gar nicht. Manche schreckt es auch ab und die wollen wir auch nicht. Vielleicht ist Bumsen zu offensive. Vielleicht müssen wir da was anderes. Bimsen. Rumsen. Du sagst auch Bumsen mit einem weichen S. Ja, das ist schon lustiger. Also ich sag's jetzt nicht, Schatz, wollen wir bumsen. Ich sag sowieso nie Schatz, aber Bumsen. Aber Bumsen, da hatte ich mit der Caro mal einen riesen Streit auch im Podcast, weil ich auch Bumsen gesagt habe. Und das hat sie irgendwie mega aufgeregt und voll abgehört. Dann habe ich gesagt, ja, was sagst du denn? Ficken, finde ich zum Beispiel, ist mir so zu obszön. Ich sag jetzt das, ich finde Bumsen oder Knattern finde ich. Nee, aber wenn einer sagt, die beiden voll die halbe Nacht geknattert. Wollen wir eine Runde knattern? Knattern finde ich gut. Und Bumsen, ja, warum nicht? Aber so Ficken, genau, das ist dann halt gleich so aggressiv. Da finde ich, Bumsen hat was Gemütlicheres, so meinem Alter entsprechend. Bumsen ist einfach, also ich finde Bumsen. Und Rammeln ist mir zu animalisch. Das Rammeln, das ist so, denkst du an Hasen, ne? Aber Bumsen, why not? Also ich bin immer, nee, das nehmen wir schon in den Titel rein. Hey Leute, schreibt uns doch mal in die Kommis eure liebsten Fickbegriffe. Was sagt ihr denn gerne? Ja, die Caro fing dann an mit Schnackseln und so, diese wenn ich mir Schnackseln, ach, wirklich. Komm, ja. Komm, Schnackseln. So ein Ögi-Ding halt. Das ist doch eklig. Nee. Da ist ja die lustigste Geschichte, die mir untergekommen ist. Ein guter Kumpel von mir, den du auch kennst, der Max, der ist ja zum BR gegangen. Nach Bayern, nach München und in Berlin aufgewachsen mit mir, mit dem bin ich zur Schule gegangen und der hat dann auch irgendwie, wollte er so ein bisschen so diesen Münchner Schnack irgendwie reinkriegen und dann hat er zu einem Kollegen beim BR gesagt, ja genau Marco, wir schnackseln dann später, ne? Und er dachte eigentlich, es kommt so vom Schnacken, Schnackseln. Mhm, ja, und klar. Da ist er natürlich nicht so gut angekommen. Ja. Aber wie war der Sex dann? Ja, alles klar. Also so er ist gar jetzt, nicht gemeint, er ist jetzt aber beruflich jetzt die Karriereleiter hochgedings. Ich glaube, das hat er nicht einfach mit Talent geschafft. Ein Versprecher und schon bist du im Game, so läuft's doch. Na klar.
Das ist wie dieser, Männer müssen sich schon viel hochbumsen. Das ist wie dieser Don Clark-Witz, wo er sagt so, ich habe eine schöne Frau getroffen und sie hat gesagt, willst du mit mir schlafen? Und ich dachte so, oh scheiße, ich dachte, heute läuft noch was. Kennst du den nicht? Das hab ich ja. Erzählt. Don Clark, bester Mann, checkt ihn mal aus, Stand-Up-Comedy. Ich weiß nicht, ich kann nicht das anschauen, ohne Tränen zu lachen. Der ist richtig so krass. Unglaublich lustig. Und der, ja. Hat auch so ein, der hat auch so ein Tempo. Das großartig. Stimmt. Und trinkt irgendwie acht Bier und schwitzt 3 Liter auf der Bühne und eskaliert völlig. Sehr guter Mann. Julia, wie geht's weiter hier? Sind wir schon durch? Haben wir noch was? Oh, wir haben ja noch eine schöne Geschichte. Eine Geschichte? Magst du uns eine Geschichte erzählen? Geschichte Juli. Andersrum. Juli, erzähl uns eine Geschichte. Ja, eine Geschichte. Na gut, liebe Kinder. Ist doch kein Problem. Ich habe doch wieder was für euch vorbereitet. Eine schöne Geschichte andersrum für euch. Hier kommt Geschlechtertausch. Geschichten heute habe ich für euch. Schneewittler und die 7 Zwerginnen. Eine wunderschöne Geschichte von den, ist eigentlich ursprünglich von den Grimmschen Schwestern, oder? Glaube ich. The Grimm Sisters, genau. Also, pass auf. Der schöne junge Schneewittler wächst als Diener am Hof seiner Mutter und seinem neidischen Stiefvater auf. Dieser kann den Gedanken, dass sein Stiefsohn immer schöner sein wird als er, nicht ertragen und beauftragt eine Jägerin, den Jungen in den Wald zu bringen und dort zu töten. Sie tut wie gehießen, bringt den Mord an dem unschuldigen schönen Jungen jedoch nicht übers Herz und lässt ihn ins Dunkel des Waldes fliehen. Schneewittler irrt voller Angst durch die Nacht und schläft schließlich ein. Er erwacht am nächsten Morgen im Kreise der Tiere des Waldes, die ihn zu einem kleinen Häuschen führen. Hier findet er Hinweise auf die 7 Zwerginnen. Die jedoch die Ordnung und den Hausputz schon länger vernachlässigt haben. Eifrig macht er sich gemeinsam mit den Tieren an die Arbeit und bringt das Haus auf Vorderfrau. Wenig später beenden die 7 Zwerginnen ihre Arbeit in ihrer Edelsteinmine in den nahen Bergen und ziehen fröhlich singend nach Hause. Erstaunt finden sie ihr Haus im Wald sauber und ordentlich vor, sogar das Essen steht auf dem Tisch. Quer auf ihren Betten schläft Schneewittler, der sich erschreckt, als die Zwerginnen ihn wecken. Man befreundet sich jedoch schnell und beschließt, dass der junge Schöne bei den Zwerginnen wohnen bleiben kann und im Gegenzug den Haushalt führt, so wie es sich für junge Männer gehört. Der böse Stiefvater hat jedoch durch seinen magischen Spiegel erfahren, dass Schneewittler noch am Leben ist. Das typische Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Er tönt und er sieht im Spiegel. Der Spiegel sagt ihm, Schneewittler lebt noch und er ist 1000-mal schöner als er. Ist das nicht eine Spiegelin? Eine Spiegelin, natürlich, klar. Sorry an der Stelle. Er verschafft sich durch Magie ein anderes Aussehen und vergiftet einen Apfel, macht sich auf den Weg zur Hütte der Zwerginnen, wo ihr ahnungsloser Stiefsohn ihn freundlich empfängt und den Apfel annimmt. Und natürlich hineinbeißt. Die Zwerginnen finden Schneewittler leblos vor und verfolgen den Stiefvater, der inmitten eines Gewitters durchs Gebirge flieht. Er stirbt, als der Abhang, auf dem die Zwerginnen ihn stellen, vom Blitz getroffen und in die Tiefe gerissen wird. Da konnte ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern an die Stelle, aber sei es drum. Die trauernden Zwerginnen kehren zurück und bestatten Schneewittler in einem gläsernen Sarg, als plötzlich eine junge Prinzessin auf den Plan tritt und den Schönen küsst, der darauf wieder zum Leben erwacht. Liebevoll verabschiedet sich Schneewittler von den Zwerginnen und macht sich mit seiner Verehrerin auf den Weg in sein neues Leben. Ende. Ist es nicht schön? Schneewittler? Ja. Schneewittler, der schöne Junge. Ich habe überlegt, wie ich ihn nenne, aber Schneewittler klang irgendwie so ein bisschen oll. Schneewittler, dachte ich mir, na gut, klingt ein bisschen nach Hitler. Aber mein Gott, was soll's. Ja. Schneewittler, ja, wo du sagst. Und die 7 Nazis. Nee, okay. Ich finde es eine schöne Geschichte. Danke, Julia. Auch zum Einschlafen jetzt. Vielleicht viele sind jetzt eingeschlafen, die den Podcast im Bett hören, weil du auch so eine schöne, sonore Sprechstimme hast. Na, die Frage ist einfach, 7 Zwerginnen ist so eine Sache, ne? 7 Frauen im Bergbau, das gab es selten. Das gab es selten, ja. Ich denke. Es ist dann auch schon direkt ein Harem, wenn Schneewittler mit den 7 Zwerginnen zusammenlebt. Das ist schon. Aber Schneewittler, es ist ja ein Minderjähriger, sage ich mal. Der ist ja nicht, da geht es ja noch nicht ab. Das ist ja keine promiskuitive Situation, sondern die Zwerginnen haben ja dann eher eine mütterliche, wie 7 so kleine Omis, stelle ich mir das jetzt eher vor. Ja. Weil die sind ja auch älter, die haben ja dann hi ho, wir sind vergnügt und froh. Eher so 7 Omis und der junge Bursche, das ist doch ganz nice. Das ist eigentlich ganz süß, ja.
Genau. Komisch, dass diese 7 Omis dann den Haushalt so schleifen lassen. Das ärgert mich schon direkt, wenn ich es höre. Ja, aber warum nicht? Warum nicht? Warum müssen die immer? Gutes Recht. Wenn die den ganzen Tag alle 7 müssen ins Bergwerk? Warum bleibt nicht eine zu Hause und kümmert sich mal ein bisschen? Weil die haben, das ist ja deren eigene Firma, das ist ein Start-up-Unternehmen. Ja, aber du so eine Edelsteine und Schmuck und die müssen da alle ran. Das ist ein Familienunternehmen. Ja, aber so eine Omi, die muss sich auch um gedeckten Apfelkuchen kümmern und zum Beispiel die ganze Sache mit dem alten Stiefvater und dem Apfel wäre nicht passiert, wenn eine von den 7 Zwerginnen-Omis jetzt da geblieben wäre und gesagt hätte, entspann dich, ich mache einen gedeckten Apfelkuchen. So, das ist ein Kritikpunkt von mir, aber die Geschichte an sich funktioniert so schon auch gut und viele Männer stehen ja auch immer vorm Spiegel und wer ist der Schönste im ganzen Land? Also das habe ich privat auch schon sehr, sehr oft beobachtet. Das machen viele auch einfach vor Instagram. Ja, klar. Und dann in der heutigen Zeit wäre es dann halt, dass quasi Schneewittler immer noch mehr Likes hat. Schneewendler wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit gewesen. Schneewendler, auch eine gute Idee. Dass er mehr Likes hat auf Insta immer noch und dann sieht es sein Stiefvater. Also, ja, da müsste man überlegen. Meinst du die moderne Variante dann wiederum? Beim Wendler wäre ja wahrscheinlich zum Beispiel sein Schwiegervater ist wahrscheinlich jünger als er. Also, stimmt. Aber der Stiefvater dann von ihm müsste halt schon sehr, sehr alt. Also, kommen wir weg vom Wendler, aber danke, ist eine schöne Geschichte. Es gibt einem schon zu denken mit dem Spiegel und dem Apfel und all sowas. Ja. Es ist auch immer sehr grausam und dass dann immer der Kuss wieder einen zum Leben erweckt, ist natürlich auch in Zeiten der Pandemie jetzt, wo man sich fernhalten soll von Leuten und ein Kuss eigentlich eher bedrohlich ist, da ist sowas ja schon. Man soll sich ja eher distanzieren, ja. Heute ist es andersrum. Dir geht's gut, dann kommt einer, küsst dich, zack, tot. So läuft's jetzt. Also genau, deswegen sollte man ja auch aktuell keine engen Beziehungen führen, wo ich zu der nächsten Entdeckung des Tages der Woche komme, Ariane, die ich dir gerne präsentieren möchte. Wenn du jetzt wirklich eine Distanzbeziehung haben möchtest, weil du in Pandemiezeiten nicht unbedingt gerne Menschen treffen willst, dann habe ich hier was für dich. Ich habe hier von meinem lieben Nachbarn Fabian habe ich hier eine Zeitschrift bekommen, die er ins Büro kriegt. Und zwar ist das der Lichtblick. Das ist ein Magazin, was herausgegeben wird von einer Justizvollzuganstalt in Berlin. Mhm. Also eine JVA hier in Berlin. Die bringen selber eine eigene, also die Häftlinge und Gehafteten, wie sagt man das jetzt richtig gegendert? Haftbefehl, die Verknackten bringen eine eigene Zeitschrift raus. Und die Eingebuchteten. Ich habe da mal so durchgeblättert und sehr interessant. Es ist nicht besonders schön aufbereitet, aber es ist sehr interessant. Und am meisten hat mich amüsiert und auch erstaunt die Kontaktanzeigen. Kleinanzeigen hier. Fast 4 Seiten voll mit wunderschönen, sogar mit Fotos teilweise, ist der Knüller, Ariane. Okay. Ist wirklich, wirklich der Knüller. Da kannst du jetzt, also da sucht hier, er sucht ihn, sie gibt es nicht, glaube ich, aber hier, er sucht sie. Da sind wirklich schöne Sachen. Sind da nur Männer drin in dem Knast? Nee, da sind auch Frauen. Okay. Sind auch Frauen. Und da sind dann wirklich schöne. Schöne Anfragen drin wie, hallo, ich bin noch bis 2023 hier in der JVA in Dietz und würde mich freuen über eine liebevolle Brieffreundschaft oder auch mehr danach und so. Also es ist echt süß geschrieben teilweise. Hier hat jemand ein Foto von sich und seinem Hund reingestellt, der auch noch jemanden sucht. Hier ist zum Beispiel auch was Nettes. Ich suche dicken Mann ab 100 Kilo, Alter egal, für einen offenen und pass auf, jetzt kommt's, für einen offenen und tabulosen Briefwechsel sowie späteres Kennenlernen. Er oder sie? Ist ein Er und er sucht ein Er. Also er sucht einen dicken Mann, egal wie alt. Genau. Ich bin noch bis 2022 in Bayern in Haft. Du solltest dominant, ehrlich und offen für das Nicht-Alltägliche sein. Das ist man ja wahrscheinlich auch, wenn man einen Ex-Knacki daten möchte. Aber sehr interessant. Ja, vor allem nicht einen Ex-Knacki, das würde ja noch gehen, sondern einen, der aktuell im Knast ist. Das ist ja schon. Ja, genau. Aber also du kannst ihn ja dann wirklich erst treffen, wenn du. Ne, du kannst ihn ja besuchen. Hier ist einer, der ist ganz nett, der schreibt.
Welche Sie hat Lust, sich mit mir in einem abwechslungsreichen Federkampf zu begeben? Ich bin vielseitig interessiert. Sport, Lesen, Schreiben, Kochen und so weiter. Leider bin ich derzeit auf Staatskosten untergebracht. Also sehr humorvoll, finde ich großartig. Aber er will einen Federkampf, aber dann halt hinterher machen oder so von wegen, wenn man da mal ausgang hat. Ich glaube, er meint es mit Schreiben. Schreiben. Und, ich habe jetzt gerade an so ein Federbohr-Ding gedacht. Ach so, nee, das kam jetzt hier nicht. Ja, auf jeden Fall sehr interessante Sachen, auch die Fotos. Und ich sag mal so, das schockierendste... Sind die Fotos dann solche von vorne, von der Seite, mit so einer Nummer? Das habe ich aber auch gedacht. Ja, richtig witzig. Also und dann, pass auf, dann habe ich was richtig Schockierendes entdeckt in diesen Kontaktanzeigen. Pass auf, Ariane, hier ist ein Typ, der schreibt auf Englisch: Hello, my name is Gordon Bumar. I'm 35 years old and looking for a beautiful woman. Bla bla bla, to pass the time, shit prison in life, shit prison life, I'm living and try to make it better. I train hard every day and I got the body to prove it. So, er schreibt also die ganze Zeit so, dass er im Knast ist und so und er hat einen geilen Body und er würde sich freuen, wenn jemand mit ihm auf Englisch schreiben würde. Und er schreibt hier, I've got a brain as well, I am not got a picture, naja, egal, yet, but Google search my name and you can see me and why I am in jail. So, das steht da drin, das hat er geschrieben, dass man seinen Namen, deswegen, die meisten Leute haben hier einfach nur eine Chiffre. Ja, okay, hast du es gegoogelt? Ich habe es gegoogelt, Ariane, und es ist der Schlitzer vom Girly, wird er genannt. Der hat vier Männern die Kehle aufgeschlitzt. In Kreuzberg und eine Frau in der Bahn vergewaltigt. Und dann frage ich mich ernsthaft, warum willst du, dass die Leute dich googeln? Warum willst du, also, und naja, schreibst da deinen Namen rein? Das ist krass, ist natürlich, aber crazy. Andererseits ist es natürlich bei sowas krassem besser, gleich mit offenen Karten zu spielen. Gleich die Karten auf den Tisch, meinst du? Also wenn du sagst, ja, man kriegt es doch so oder so heutzutage raus, wenn du, warum sich dreimal treffen und nett tun und dann sagen, warum bist du eigentlich, und dann ist die Frau natürlich schockiert und weg. So selektiert sich das ja gleich, wem sowas nichts ausmacht. Ach, das ist mir egal. Wenn du einen guten Charakter hast, wenn du gut kochen kannst und gut durchtrainiert bist. Es gibt doch für jeden perversen Scheiß gibt es jemanden. Und da gibt es bestimmt auch Frauen, die sagen, das finde ich aufregend, der ist ja auf eine Art prominent, der ist auf jeden Fall durchsetzungsfähig und sportiv, keine Ahnung. So, ich finde es auf jeden Fall eigentlich von ihm gut, dass er gleich so klare Ansagen macht. Also was du würdest, soll ich dir das jetzt mal weitergeben? Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich sage nur, ich finde es gut, dass ja das so bei den anderen, da denkt man sich dann natürlich sofort, wegen was sitzt du? Verstehst du? Da musst das du natürlich stimmt jetzt allerdings. Klar, ich habe mich auch gefragt. Hier schreiben die meisten, ich suche eine ehrliche, humorvolle, nette Frau. Und dann denke ich mir, naja. Wie ehrlich bist du? Wie ehrlich bist du denn? Also, ja, oder gerade. Ich weiß es nicht. Also aber das soll es häufig geben, habe ich von auch einem, der im Gefängnis arbeitet, erfahren, dass echt sehr viele Frauen gibt. Ich glaube, die haben so ein bisschen so ein Helfersyndrom, die wirklich auch vielleicht einfach anfangen so zu schreiben mit so einem Inhaftierten und dann kommt man sich da halt auf so einer gewissen Ebene dann nahe und trifft sich dann auch. Und dass es da schon, also dass es sehr viele Frauen gibt, die so Brieffreundschaften erstmal starten. Warum das auch kann immer. Schon sein. Ja. Aber genau, also das hat mich sehr amüsiert. Ich schicke dir gerne ein paar Fotos davon. Die Frage ist jetzt, welchem hast du geschrieben? Bisher noch niemanden. Mhm, aber hier sind schon ein paar Sachen, die mich sehr ansprechen. Der Schlitzer vom Girly weniger, wie ich jetzt gehört habe. Der Schlitzer vom Girly spricht mich jetzt nicht so an. Nee, da muss ich sagen, da bin ich raus. Was mich auch sehr angesprochen hat hier, sehr interessant, hier gibt es noch eine Rubrik, die heißt Gittertausch. Und das wusste ich nämlich auch nicht. Sehr spannend. Hier, ich bin holländischer Staatsbürger und muss eine mehrjährige Haft in Hamburg absitzen. Wer aus NRW in Nähe der holländischen Grenze möchte nach Hamburg verlegt werden? Ich habe den gleichen Wunsch in umgekehrter Richtung. So schreibt mir. Antwort hundertprozentig. Du kannst mit einem anderen Inhaftierten, echt? Ariane, kannst du die Zelle tauschen. Machen. Wie geil was? Ist das denn? Ich denke, okay. Das kann nicht jeder. Ich denke mal, das wird jetzt nicht jedem...
gegönnt oder vergönnt sein, dass man das darf. Aber ich finde das extrem witzig, dass es sowas wie Knastbruder oder Knastschwestertausch. Da könnte man doch auch eine Serie draus machen, wie Frauentausch. Dann kommst du in den anderen Knast, dann musst du die da alle so kennenlernen und dann musst du in der gleichen Zelle abhängen und so. Und dann, also ich finde es extrem spannend. Ja klar, aber guck mal, früher war das für uns alles so weit weg irgendwie und jetzt haben sich die Zeiten ja so geändert, dass wir gar nicht mehr so weit weg sind von sowas. Also abends nicht raus dürfen, weißt du, so Ausgangsbeschränkungen. Wir können uns da jetzt mehr reinfühlen. Und vielleicht kannst du ja auch mal sagen, ich bin hier gerade inhaftiert in Berlin in einer Künstlerwohnung. Meine Kollegin ist aber im Süden. Wer tauscht mit mir für eine gewisse Zeit Berlin-Stuttgart oder so? Dann können wir besser arbeiten. Da warst du Künstler. Gar keine schlechte Idee. Und einer sagt, Mensch, das ist praktisch. Ich muss nämlich dringend. Aber das wäre doch jetzt eigentlich sowieso in der aktuellen Lage, Situation wäre das doch eigentlich total schlau. Es gibt doch dieses, wir haben das doch sogar in unserer Show mal erwähnt, dieses Homesharing, dass du sozusagen, genauso wie du gerade gesagt hast, ich möchte gerne Urlaub machen im Schwarzwald und die Leute haben vielleicht Bock, mal eine Runde in Berlin, mal einen Tapetenwechsel in dieser scheiß Zeit, wo man die ganze Zeit nur seine vier Wände sieht, dann könntest du im Grunde, ja voll geil, mal 2 Wochen Schwarzwald. Da darfst du zwar auch dann nur 15 Kilometer Umfeld ablatschen, aber immerhin. Und aber du darfst ja nicht mal hinfahren. Ja, aber klar, generell hast du schon recht, dass man auch sagen würde, du darfst jetzt mal tauschen. Ja. So Jahre, wenn die Jahre der Pandemie auf uns zukommen, ja, dass man dann sagt, so Julia, du darfst jetzt mal nach Hessen. 2 Wochen Hessen, Nordhessen. Das wäre gut. Und dann kriege ich einen Brief Brandenburg. Geil, dann kriegt jeder was zugewiesen, dann kriegst du auch mit Polizeischutz, wirst du dann dahin gebracht und dann kannst du mal, siehst du mal was Neues. Ich fände es gut. Und beruflich also falls, für uns praktisch. Falls Menschen von unseren Fans Interesse haben an den Chiffrenummern von den inhaftierten Männern und Frauen, schreibt uns gerne, schreibt mir gerne, ich habe das hier alles. Und, oder die sollen das Heft sich abonnieren. Wie heißt das Heft? Lichtblick, hast du gesagt, oder? Nee. Genau, der Lichtblick, das kann man sich auch nach Hause so, schicken genau. lassen hier. Kann man sich einfach bestellen, wenn man da Lust hat. Aber ich glaube, die meisten Leute, die schreiben uns ja gerne E-Mails, das ist ja so ähnlich. Ja, man kann auch beispielsweise, Ariane, man kann da auch Anzeigen schalten in diesem Magazin, gegen Bezahlung natürlich. Oder das könnten wir vielleicht mal machen, Suchtpotenzial. Hört, ihr seid im Knast und habt viel Zeit, hört Suchtpotenzialmusik. So können wir unsere Klicks hochjagen. Aber haben die überhaupt Internet? Ich glaube nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Schade, nee, dann bringt es uns nichts. Dann nicht. Aber tschüss. Mit bereits 15 Euro kann man ein Jahresabo abschließen, steht hier. Und dann kannst du das. Und das ist ja auch für die Knastis eben da drin. Die lesen das alles und da kann man den dann irgendwie auch mal. Vielleicht können wir mal einen lustigen Artikel schreiben und den da reintun. Um den ein bisschen was Lustiges. Hier ist zum Beispiel am Ende auch noch ein Knackis Adressbuch, steht hier vorne. Knackis Adressbuch ist hinten drin und dann steht da, einige Telefonnummern sind aus der JVA nicht erreichbar. Die sind auf jeden Fall humorvoll und ich glaube auch, wenn großartig. Wenn es noch so auch alles sich so weiterentwickelt, vom Prozess her glaube ich, dass wir auch bald im Knast sind und auch da Annoncen dann schreiben. Oder wir Hallo. Bringen auch eine Zeitschrift raus. Genau, wir sind Julia und Ariane. Wenn wir rauskommen, wollen wir auf Tour gehen. Das finde ich total gut. Nee, heute ist es also leicht, kriminell zu werden. Also da reichen ja schon Kleinigkeiten. Wobei ich sagen muss, ich hab mich mit einer Polizistin unterhalten, die auch gesagt hat, hier Ausgangssperre, sie hält keinen auf, weil sie es dumm findet. Dann dachte ich mir, das war irgendwie erfrischend, dass so, wenn da einer alleine rumläuft, dann sagt sie, da wird sie niemanden anhalten. Ja, das sind auch Menschen. Als jetzt eine Party mit 100 Leuten oder sowas. Ja, klar. Aber nee, sie meinte auch eben, alleine diese Ausgangssperre, die habt ihr ja nicht. Aber bei uns nach 20 Uhr, da sagt sie halt, und dann denke ich mir, das ist doch gut zu wissen, dass so Polizisten oder eben die sind auch vernünftige Leute und die machen auch jetzt nicht. Also wenn du alleine nachts rumläufst, dann ist es keine Infektionsgefahr für niemanden und das sehen die genauso. Und das hat mich irgendwie total beruhigt. Ich dachte, das sind doch auch vernünftige Menschen. So, hoffentlich. Im Grunde schon, ja. Sind auf jeden Fall nice dabei. Julia, wir kommen jetzt schon zu unserer letzten Rubrik. Wir müssen noch ein Spielchen spielen. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich lange unterwegs. Ja. Laber. Letzter Punkt. Aber natürlich müssen wir eine Runde Stadtlang Fick noch spielen zum Abschluss, oder? Ich denke auf jeden Fall auch.
Wir dürfen das nicht abreißen lassen. Diese Tradition ist ja schon fast eine Tradition. Nee, dann würde ich sagen, starte mal, indem du jetzt A sagst und ich sag Stopp. Alles klar, auf die Plätze, fertig. Stopp. K. K. Und es geht los. Beruf, Ort und Song mit sexuellem Kontext. Okay. Kommen wir zur Auflösung. Julia, was für einen Ort hast du zu bieten mit K? Achso, ich dachte, wir fangen mit Beruf an. Nee, ich fange einfach jetzt mit Ort an, einfach weil ich es kann. Ja gut, dann ich muss es verbinden, Ort und Beruf. Okay, es wir können auch mit Beruf zusammen. Anfangen. Es gehört, alles, es gehört beides zusammen, ich kann es ja direkt zusammenfassen, okay. Damit wir hier schnell fertig werden. Ich habe Beruf, Kapitän und natürlich als Ort die Koje. Mhm. Ich finde... Kapitän, Koje, passt gut zusammen. Kombüse wäre auch noch möglich gewesen für die Dirty-Momente. Aber Kapitän ist natürlich har. So ein, ist ja schon ein geiler Traum, oder? Also auf dem Boot. Ich meine, du warst letzten Sommer viel auf dem Boot. Wir wollen ja unseren Bootsführerschein machen dieses Jahr. Ich hatte Jahr, aber keinen Sex mit dem Kapitän auf dem Boot, wo ich war. Dann sagst du jetzt du so, aber ich frage mich schon, wie du so lange, kostenlos da mitfahren durftest. Also. Ja, mit meinem tollen Unterhaltungstalent, Julia. Na klar, Unterhaltungstalente. In Anführungszeichen. Nein, Kapitän auf dem Schiff, ich meine, was gibt's Romantischeres als, als irgendwie auf dem Schiff den Sonnenuntergang entgegenfahren und dann Sex auf dem Boot. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gemacht. Könnte auch eng sein, so Kojen, kommt aufs Schiff drauf an. Das ist ein großes, aber ich denke an Titanic auch hier schön Sex auf dem Boot. Gut, sollte danach nicht untergehen im besten Fall, aber ist schon romantisch. Total romantisch. Ich hatte schon sehr oft Sex auf dem Boot und ich muss sagen, super. Das kommt dann komplett ins Schwanken, so. Wenn du halt entsprechend... Du sollst halt nicht auf dem Ruderboot, das ist halt schwierig. Nee, ich meine auch Segeljacht ist mein Ding. So, aber du hast recht, Kapitän ist geil, Kapitänsdinner ist ja nicht, hat ja auch schon was Verwegenes auf dem Kreuzfahrtschiff. Da möchten wir ja auch gerne mitfahren. Wir wollen ja nicht nur einen Sportboot-Führerschein machen, wir wollen ja auch eine Kreuzfahrt machen, auch wenn es umstritten ist. Wir wollen Kreuzfahrtschiff-Führerschein machen. Also genau, wir wollen erst selber den Führerschein machen und dann wollen wir, wenn wir auf dem Kreuzfahrtschiff sind, selber das Ruder übernehmen. Na klar. Alle müssen dann von Bord und wir holen dann die Suchti-Fans ab und die steigen dann auf und dann wird es eine richtig lustige Fahrt, nämlich so. Sehr gut. Und dann sind wir die Kapitäninnen. Ich fände es ja geil, mal sowas wie dieses Wackenschiff oder so, ne? Gibt es ja immer einmal den Rockliner mit Comedy. Könnte man doch auch mal Tui oder wen auch immer anfragen, ob die nicht auch statt so ein Wackenschiff oder Udo Lindenberg macht es ja auch immer so ein Schiffstour mit verschiedenen Künstlern. Warum nicht so ein Comedy-Boot? Nee, nur ein Suchtpotenzialboot, nur wir. Wir müssen einfach so Fame werden, dass wir 3000 Fans kriegen. Ja, Julia, dann streng dich halt mal an. Das Horoskop dauert hat halt auch noch gesagt, lass dich nicht so hängen. Ja, da kannst du jetzt auch mal ein bisschen Gas geben und wenn die dann alle aufsteigen, dann wird es halt nämlich wirklich lustig. Und dann spielen wir jeden Abend. In der Liebe läuft's bei mir, in der Liebe läuft's. Ja, beruflich leider nicht, schönen Dank. Okay. Also gut, K. Ich habe natürlich der attraktivste Beruf, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du das gar nicht jetzt gesagt hast, ist natürlich Klavierspieler und auch Keyboarder, was auch mit K ist. Und auch wenn es mir natürlich für mich persönlich gar nicht so attraktiv ist, weil ich es ja selber viel besser kann, ist es doch einer der erotischsten Berufe. Viele Frauen fliegen auch auf Klavierspieler, die sagen, wenn ihr hier reinkommt, der Bodo Wartke da. So gibt es Frauen, die mögen das, deswegen... Ich spreche nicht von mir, aber es gibt auch coole Keyboarder, zum Beispiel denk an Stevie Wonder, solche Typen, Herbie Hancock, die sind schon cool. Das hat auch Sex-Appeal, so ein Mann am Klavier, das mögen viele Frauen, während die Frau am Klavier gar nicht mal so beliebt ist, das prangere ich auch an. Und auch Keyboarderinnen gibt es auch echt relativ wenige, besonders so im Pop-Rock-Bereich, gerade Organistinnen, schade, da muss mehr kommen. Es ist nämlich ein sexy Beruf und ich hoffe, dass sich das durchsetzt, dass auch mehr die Frauen den Sexappeal abkriegen. Nicht immer nur die Sängerin, alle immer, die Sängerin, das ist so ein sexy Beruf und dann Klavierspieler, das müsste ein Mann sein. Nein, da auch mal ein bisschen out of the box sinken und mal sexuell was zulassen. So, Ort habe ich, Ort Köln.
Köln ist für mich ein sexueller Ort, weil da immer viel Bier fließt, da ist immer viel Party und da habe ich meistens ein Hotelzimmer und Köln kriege ich immer gute Laune. Köln ist nicht die schönste Stadt, die Kölner sind so entspannt, das ist jetzt nicht so, aber die Stimmung ist immer gut. Du hast gleich so ein kleines Bierchen in der Hand oder gleich einen ganzen Kranz und ich komme da selten nüchtern irgendwie ins Zimmer und hatte so viele schöne Abende. Köln ist für mich Party, Saufen, Sex, geil. Ist für mich ein Ort so. Köln, was für einen Song hast du noch für dabei, Julia? Einen richtig sexy Song habe ich mir ausgesucht und zwar Kurt von Frank Zander. Hier kommt Kurt, ohne Helm und ohne Gurt, einfach Kurt, der nicht quengelt und nicht murrt. Frank Zander, die ist doch die sexiest Stimme alive. Ist doch einfach so. Okay, das macht dich wild. Das macht mich richtig scharf. Der Song ist einfach pure Erotik. Pure Erotik. Da braucht man gar nicht viel zu sagen. Ja, okay. Kurt von Frank Zander mit der tiefen, sonoren Stimme, das ist doch geil. Du hast ja Frank Zander auch schon persönlich kennengelernt. Hat sich das dann auch für dich erfüllt gleich, diese erotische Wallung? Oder nee, gar nicht. Ich war so starstruck, einfach Frank Zander mal kennenzulernen, den ich eben durch Kurt, den Song, weil mein Opa Kurt hieß auch und der Song war natürlich ständig Programm, kennengelernt habe. Und dann diese Werbung von Frank Zander, wo er diese Geburtstags-CD beworben hat, wo er so mit so einem Trenchcoat durch die Stadt läuft und dann so, pst, hallo, willst du einen Song kaufen und so. Und dann, kennst du das nicht? Nee. Macht er so seinen Mantel auf und da sind ganz viele CDs drin. Und er hat im Grunde das, was Bodo Wartke später mit dem Liebeslied gemacht hat, hat er sozusagen schon vorher gemacht. Er hat so ein Geburtstagslied und du konntest einen Namen einschicken und dann hat er diesen Namen eingesetzt in den Song. Und dann hast du halt eine CD bekommen, wo er sagte dann im Werbespot immer, Irene Ilse Ingbert. Und dann, liebes Geburtstagskind, liebe Irene, dieser Song ist für dich. Dann hat er am Anfang so eine Anmoderation gemacht und dann kam der Song. Da wurdest du dann auch erwähnt im Song, namentlich. Er war der Erste, der das so, dieses personalisierte Lied an den Start gebracht hat. Sachen, die wir heute gelernt haben. Habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, danke für die Werbung, Info. Die Werbung packen wir gerne mal in die Insta-Story. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Schaut in die Shownotes. Genau. Ich habe noch einen wirklich sexuellen Song, also der wahrscheinlich viele Leute anhört, Kiss von Prince. Oh, also ja. Das ist natürlich da ein Song. Hast du natürlich recht. Du weißt, was passiert auf dem Dancefloor, egal ob Ü60, 18, 35, geschieden, verheiratet, homosexuell oder Heavy Metal hetero. Nein, bei dem Song shake jeder seinen Booty und bei diesem Kiss-Teil just want your extra time, dieses jeder macht es mit. Man spreizt schon die Lippen. Der Booty Shake, da ist schon, das ist die Vorstufe zum Koitus. Deswegen würde ich sagen, den Song haben wir ja nicht ohne Grund auch schon öfter mal live performt. Und wir haben ja auch bemerkt, das Publikum fällt übereinander her. Die Leute haben sich nicht im Griff. Was da schon an Kindern gezeugt wurde, schon allein in der letzten Silvestershow, als wir den Song wieder gebracht haben. Also Prince ist einfach auch sexy. Da ja, es ist. Generell alles, was er singt, ist einfach sofort purer Sex. Kann man purer Sex, wie er auch auf diesem einen Plattencover nackt auf diesem Bärenfell liegt mit so einem glänzenden Popo, also du, da oder wie er einmal, wie er auf diesem bei Purple Rain auf diesem Motorrad sitzt, auch nackt mit seinen geilen Fukuhila und dem Schnurrbart, also uiuiuiui, da kann ich mich, nee, aber musikalisch ist es turnt schon an, es hat einen mega spitzen Groove, macht immer Bock auch zu spielen, da wird man schon wieder ganz wehmütig, weil man sich denkt, fette Band, geiler Beat, wäre mal wieder an der Zeit. Hab schon gemerkt, ich war fast ein Jahr nicht mehr auf einem Dancefloor, so richtig Club-DJ-Dancefloor. Ja, muss auch mal wieder sein. Ist ein Jahr her, es ist zu lange. Ich bin schon on fire und Julia, ich denke, wir haben jetzt schon wieder schweinelang gequatscht. Uiuiui, ja, ich hoffe stimmt. Nicht zu lange. Aber es war auch schön. War es entspannt. War es für dich auch so schön wie für mich? Es war super schön. Ich könnte noch ewig weiter quatschen, aber man muss es ja auch irgendwie noch zusammenschneiden. Und ich muss morgen ins Roxy. Da könnte auch vielleicht der eine oder andere, wenn er Lust hat, wenn das ist jetzt ist hier zu spät dann, Ariane, wenn die Folge ja, rauskommt. Ja, aber die können es ja auch hinterher vorbei. Noch anschauen. Und da gibt es jetzt immer Samstags, das gibt es ja dann jeden Samstag. Also gibt es praktisch so ein Livestream-Format mit Gästen. Da muss ich eben morgen hin und da muss ich noch so einen Jingle machen. Also das könnte aber auch ganz lustig werden. Auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, einen gut gemixten Cocktail für mich zu trinken. Das ist in diesen Zeiten schon Eskalation pur.
Pur. Da bin ich sehr neidisch. Kommst ja auch bald vorbei. Ja, ich komme auch bald vorbei und heute am Sonntag. Du hast es ja vorgeschlagen, Julia. Du hast es ja mit verbrochen. Du hast ja den Geschäftsführer des Roxy dermaßen mit Ideen auch voll gequatscht. Ich glaube, dir war gar nicht klar, als du abgereist bist, was du da hinterlassen hast. Und ja, du musst auf jeden Fall das auch ausbaden und auch einen kleinen Randalöhr an der Bar nehmen. Wir werden Randalö das bestimmt bald. Unser Lieblingsdrink. Ich habe sogar zwei Flaschen jetzt Andalö hier bekommen beim Edeka. Ohne Mist. Ich habe ewig lange gesucht, in jeden Supermarkt, in den ich reingegangen bin, habe ich nach diesem Sanddornlikör gesucht. Und jetzt haben wir hier zwei Original-Andalö-Flaschen stehen. Und das ist wirklich das geilste Getränk der Welt. Ist einfach so. Mit diesem schönen Schlusswort wollen wir euch in eine neue Woche entlassen. Das ist jetzt, glaube ich, schon unser 10. Podcast. Das heißt, wir sind schon in Lockdown-Woche 12. Heiliger Bimbam. Weil wir haben einen ausgelassen. Na gut, schauen wir mal, wie lange das noch so geht. Ich freue mich jedenfalls. Liebe Grüße an alle da draußen. Schreibt uns, schaut euch unsere Videos an oder auch nicht, wie ihr Bock habt. Holt euch öfter mal einen runter. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir hier mal besprechen sollen, wenn ihr irgendwelche lustigen Sachen entdeckt, die wir mal angucken sollen, schreibt uns. Wir freuen uns über Kontakte. Kontakte auch in den Knast hinein. Also, liebe Grüße. Tschüss.